Hallo ihr Lieben, es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem Video. Ich möchte euch gerne bei diesem Video ein Thema mitgeben, wo es um die Aufrichtung geht. Einerseits um die Aufrichtung des Körpers natürlich, um eine ideale Haltung und Präsenz, aber sehr wohl um deine innere Aufrichtung. Diese innere Aufrichtung, ich erlebe das einfach bei den Kunden in letzter Zeit unglaublich oft, die brauchen wir immer mehr. Meine Kunden zum Beispiel kommen in diesen letzten Tagen oder Wochen in meine Stunden. Man merkt, sie sind total gefordert vom Alltag und sie genießen es aber so richtig, in den Raum hineinzugehen, die Matte vorzubereiten, sich auf die Matte zu legen und zur Ruhe zu kommen. Sie bereiten sich eigentlich sogar für die Stunde mit mir vor, indem sie mal ankommen. Und dann, wenn ich in den Raum hineinkomme, sind sie eigentlich schon im Körper, teilweise zumindest gelandet, in Vorbereitung dafür, sich einfach körperlich mehr selber zu spüren, sich wieder auszugleichen, um eben diesen Anforderungen mehr gewachsen zu sein. Und da gibt es ein Thema, das dir dabei sehr, sehr helfen kann. Das ist die Rückenmitte. Ich habe über diese Rückenmitte schon manches Mal geschrieben oder gesprochen, weil sie einfach unfassbar wichtig wird in dieser jetzigen Zeit. Vielleicht ist es dir schon einmal aufgefallen, dass wirklich in bestimmten Zeitsequenzen immer geballter ein spezielles Körperthema auftritt, ein Körperproblem möglicherweise sogar. Das heißt, gewisse Zeit, wo man immer öfter hört, im Moment haben die Leute mehr Rückenprobleme. Eine andere Zeitqualität hört man total oft, es gibt Schulterprobleme oder Knieprobleme. Und das ist aber nicht nur, weil man vielleicht selber gerade damit zu tun hat, das ist ja auch oft der Fall, wenn man selber gerade an einem Thema dran ist, dass man auf einmal mehr hört darüber. Das ist nicht nur deshalb, sondern es ist wirklich dadurch, dass wir ja alle in einer gemeinsamen Zeitzone sozusagen leben immer und in dieser Zeitzone gemeinsame Sachen draußen passieren, gemeinsame Themen sozusagen auf uns alle einwirken. Und wir reagieren dadurch, indem wir eine spezielle Körperhaltung einnehmen. Das kann sein, der Körper verändert sich. Wir sind ja zum Beispiel jetzt viel größer als vor 50 Jahren die Menschen noch waren, geschweige denn vor 100 Jahren. Der Körper verändert sich, passt sich an dem, was wir draußen in unserem normalen Alltag brauchen. Und so haben wir zum Beispiel jetzt eine Haltung, fast alle angenommen, wo diese Körpermitte aus der Norm hinausgeht. Wir verwenden diese Körpermitte fast alle, indem wir sie hineinschieben in den Körper. Das heißt, wir schieben die Rückenmitte nach vorne Richtung Brustbein, Richtung Körperfront. Und das ist ganz leicht erklärbar. Wir haben momentan, habe ich schon öfter in Texten oder auch Videos erwähnt, eine sehr, sehr, wirklich sehr schnelle Zeit. Wir müssen sehr schnell auf Themen reagieren. Das wird immer mehr, das wird sicher nicht weniger werden. Und es wird einfach immer mehr dieses zielorientierte Thema auch spürbar im Körper. Dass wir natürlich gewillt sind, etwas unbedingt gut auszuführen, etwas zu erreichen, durch fordernde Themen durchzugehen. Und da reagiert diese Rückenmitte, indem sie nach innen schiebt. Das heißt, wir machen vorne auf, wir fühlen uns, glauben wir, kräftiger, wenn wir in unserer vorderen Präsenz uns öffnen, das Gefühl wie bei so einem Kampfhahn eigentlich, die machen auch vorne sehr, sehr weit, wenn sie zu kämpfen beginnen. Genauso versuchen wir das auch unbewusst natürlich nachzuahmen. Und genau dabei, das ist jetzt die Umkehrschleife, verlieren wir aber Kraft. Wir verlieren uns selber, je mehr wir in diese massive Vorpräsenz gehen. Was für uns wichtig wäre, ist eben hinten diese Rückenmitte zu öffnen, im wahrsten Sinne weit zu werden. Da ist noch lange kein Rundrücken in Sicht, deshalb, wir müssen nur schauen, dass wir hinten weiter werden, weil dieser Schub innen schon so intensiv geworden ist. Das heißt, nur als Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel eine Lehne hast in deinem Rücken oder auch eine Wand hinter dir, lehn dich einmal an und dann spür mir nach, diese Rückenmitte. Das ist so am unteren Ende, wo die Schulterblätter zu Ende sind, gerade die Schulterblattspitzen noch sind. Spür mir hin, wie du gerade die Haltung hast. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass es entweder extrem rund sogar nach hinten geht, das ist dann so eine massive Rundhaltung, eher aber sogar, dass du das Gefühl haben wirst, du berührst nicht ganz vielleicht die Lehne. Und jetzt nütze mal diese Rückenmitte, versuch sie mal zu formen,
dass du ganz bewusst Kontakt zu deiner Lehne aufnimmst. Wenn du das machst, wirst du spüren, da verändert sich vorne was an der Bauchdecke. Die kommt mehr zu dir heran. Die Bauchdecke, das ist jetzt deswegen keine Kraft, aber bekomm das Gefühl, dass die Bauchdecke mehr ein Teil von dir sein darf. Mehr an dir sein darf, anstatt sie einfach loszulassen. Das ist nämlich eine Körperhaltung, die haben wir extrem verbreitet in der momentanen Gesellschaft. Den Bauch weich, total weich zu lassen und eher nach vorne hängen zu lassen. Das ist auch bei den schlanksten Personen so, dass das einfach vorne und also ohne Kontrolle eigentlich ist. Und wenn du jetzt aber beginnst, diese Rückenmitte nach hinten zu kontaktieren, richtig fast ein bisschen einmal anzudrücken an die Lehne, wirst du merken, da brauchst du gar nichts extra tun, die Bauchdecke ist sofort bei dir herbei. Und das ist diese natürliche Spannung der Bauchdecke, die wir haben sollten. Und wenn du jetzt diese Rückenmitte da hinten hast, und das gilt es jetzt ein wenig zu üben, was daraus nämlich entsteht, die Rückenmitte, die ist die Basis, also richtig ein Fundament für deine Armbewegung. Wenn du dir das bildlich vorstellen magst, deine Arme, die fangen nicht bei den Schultern an, schon gar nicht bei den Oberarmen. Aber so verhalten wir uns oft im Alltag. Wenn wir Arme bewegen, fangen wir die, wenn überhaupt, in der Schulter an. Oft haben wir das Gefühl, ich bewege den Arm, jetzt mache ich das im Oberarm. Die Arme sind tief in dieser Rückenmitte eingebettet. Also die Verbindungen des Körpers führen dorthin. Da ist eine Verbindung von den Armen durch Schultergelenk, durch Schulterblatt, dann gibt es Muskeln, die direkt in diese Rückenmitte einmünden. Und im Speziellen ist eine Verbindung direkt zur Wirbelsäule. Das heißt, wenn du hinten für Weite sorgst, dann beginnt der Arm tatsächlich auch da drinnen, sonst wird das ja eingeengt. Und jetzt ist es für jede Armbewegung, dass du mir hinspürst, bleib in dieser Rückenmitte weit, bleib hinten in dieser Rückenmitte und daraus werden nämlich die Schultergelenke jetzt freier. Das heißt, es wird eine andere Körperhaltung entstehen. Rückenmitte durch die Schultern, dann natürlich verändert sich der Nacken, es verändert sich die Kopfhaltung und das ist eine Kettenreaktion direkt von dieser Rückenmitte aus. Jetzt gilt es, diese Rückenmitte aber bitte nicht nur in einer Übung wahrzunehmen, ist nicht nur zu trainieren, wie wir das von früher gewohnt sind, eine Übung zu machen, jetzt übe ich das und dann ändert sich alles. Die Übung sollte eher, und die Übung meine ich jetzt nur dieses Anlehnen an der Lehne, das würde genügen, dass du die Übung machst, um es besser zu spüren, um mehr Bewusstsein dafür zu entwickeln und dann dieselbe Situation, dieselbe Körperhaltung mit in den Alltag hinauszunehmen. Das heißt, egal was du im Alltag tust, Freizeit, im Beruf, zu Hause, überall, immer wieder mit dran zu denken. Wenn du ein Glas Wasser trinkst, als Beispiel, du wirst sehen, du greifst nach vorne und der Rücken ist schon wieder innen. Versuche mal, zum Glas Wasser zu greifen, die Rückenmitte bleibt aber hinten. Und du greifst zu deinem Glas Wasser und trinkst permanent mit diesem neuen Rücken, mit dieser neuen Formung hinten. Und das ist bei jeder normalen Situation am Schreibtisch genauso, das ist in einem Gespräch ganz, ganz wichtig. Du brauchst deine persönliche Präsenz. Und so ganz nebenbei, und das finde ich immer das Sensationelle am Körper, du verbesserst nicht nur deinen Körper, du machst nicht nur die Schultern freier, es ist dein Atem tiefer, also es sind ganz viel körperliche Reaktionen dadurch. Aber gleichzeitig auch verändert sich deine persönliche Präsenz, deine Ausstrahlung, weil du ja von hinten aus deine Präsenz einsetzt und nicht vorne, wie du es sonst vielleicht gewöhnt bist. Und zusätzlich entsteht da hinten ein Raum. Und der, den nenne ich gerne immer, ist unser persönlicher Wohlfühlraum. Er macht uns gelassener, ruhiger. Und das ist ja das Mindeste, was wir brauchen, um täglichen Anforderungen gerechter zu sein, sie besser zu bewältigen oder sie sogar mit mehr Lust und Laune zu machen und nicht immer nur mit Druck und mit Musszustand. Wir sollten ja wieder in die Qualität auch kommen dürfen, etwas gerne zu tun, richtig gerne und das auch im Beruf. Und so komisch das klingt, natürlich ist es so, wenn die Rückenmitte weit ist, entsteht all das um Wesentliches mehr. Somit mach das bitte immer öfter, lehne dich an dieser Lehne öfters einmal an, im Sitzen ist es gut zu üben,
Bring die Rückenmitte weit, spür das, spür, wie sich alles verändert an dir, wie es satter wird, wie du mehr bei dir bist. Und dann immer und immer öfter das auch in den Alltag hineinzubringen. Ich wünsche dir damit gutes Gelingen für Körper, aber auch für deine Persönlichkeit.